so back to what I was saying. This could be us with some playing. This could be us with some play. I'm out, I don't sound crazy. Fuck what the niggas was saying. This could be us with some playing. This could be us with some playing. But shit, that's all I was saying. Boah, Alter. Hab ich immer hier ganz kurz. Was muss ich hier machen? Ach, oh mein Gott. Ey, das ist voll schwierig. Auch nicht. Mann, dränge doch nicht so. Ah, lol. Oh mein Gott, nein. Oh, okay. Alter, ich dachte, ich bin die Letzte. Ging doch noch fit. Zu Chess? Keiner raus? Scheiße, ich glaube, Finale ist jetzt. Oh shit, bitte Knallball, Mann. Ich will Knallball spielen. Knallball, 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 Knallball. Oh, nö, ne? Okay, aber das habe ich bis jetzt immer gewonnen. Sieben Stunden live, holy shit. Ist nicht mal Finale, ja, ich weiß, aber trotzdem ist das Spiel scheiße. Oh, okay. Das Ding ist, was mich immer abfuckt, von den Leuten, wo du das Schwänzchen nimmst, die wollen dir das dann auch immer wieder entnehmen, so mäßig als, okay, du hast mir den genommen, ich werde mir den genau von dir wieder nehmen, obwohl tausend andere da sind. Aber das ist eigentlich voll easy, irgendwie. Oh Mann, Rohat! Mensch. Guck mal, die haben doch alle ein Männchen. Junge, willst du gewinnen oder nicht? Das Ding kippt jetzt zum Beispiel. Wenn ich das am besten riech. Boah, kann der andere wieder runterfallen? Oh, das war's, oder? Links, links. Oh, fuck! Ey, das hat man gar nicht gecheckt. Ich dachte erst, wenn die alle weg sind. Oh, je, meine, ey. Oh, jammer, schade. Du bist. Fokus auf
Ey, wie oft sind wir Zweiter geworden? Wie oft sind wir Zweiter geworden, Chat? Was ist los? Digga, ich glaub das nicht, Chat. Ey, Mann. So ein Dreck. Drei. Guter Song. Was? Da kommt jetzt dein Mann hier rein, was ich finde. Okay, ich sammle jetzt mal, ich gucke jetzt meine ganze Wohnung nach und suche Geld. I'm wrong with the windows down. Yeah! Oh, kiss! Okay, let's go. My motherfucking body. Ja, Folge ist wenigstens chillig zum Zocken, Chat, Digga. Wenn das jetzt noch anstrengend wäre, dann Arsch lecken, Popo Blanca. Easy! Was? Hört euch das an! Du bist gut. Hört ihr das? 2 Euro? 50 Cent? 20 Cent? 10 Cent und nochmal 10 Cent? Was ist das? Küche, Bad, Wohnzimmer, dein Geld, was du verloren hast. Er verliert das legit aus seinen ganzen Hosentaschen die ganze Zeit und ihn juckt's aber auch nicht. Sorry, nur du hast Geld. Tut mir leid. Ein Ding für die 10 Cent. Cent. Hey, wie kann man denn alles auskippen? Das ist doch geisteskrank. Aber wirklich alles. Kein Ding für die 10 Cent. Around my grand house, yeah. Okay, people. Oh, ich hoffe, meine Tante ist noch wach, Digga. Mann, Digga, ich krieg nichts geschissen, Mann. Digga, ich kann diesen Modus nicht, Mann. Thank you.
Mann, Digga, ich kann diesen Modus nicht, Chat. Es ist so respektlos, dieser Modus. Junge, was für Münzen sammeln, Alter. Wo bin ich? Du bist. Soll ich oder willst du? Willst du oder soll ich? Okay. Boah, kriegt doch nichts geschissen. Mein Auge zuckt die ganze Zeit, ey. Tillmann, danke für deinen Gifted. Eigentlich müsstet ihr mal meinen. Ja, alles gut. Ey. Und sonst, so, wie läuft Emerald? Ja. Oh, auch super. Komm, Phoebus, let's go. Was ist das, Mann? Komm, Digga. Wo ist die? Geht die knapp? Ich bin Profi. Lockenkopf, ich bin Profi. Digga, drei Wins. Liebeswohnung von 1 bis 10? Sei ehrlich. Sag. Ich check dein Setup nicht, um ehrlich zu sein. Ja, aber meine Wohnung? Ich hab mir Mühe gegeben. Ja, dein Setup ist aber gut. Junge, dein Setup ist komplett zusammengeschlagen. Ist logisch, dass du das nicht magst. Du hast bei dem Setup nicht mal ein Ladekabel. Junge, wow, ein Ladekabel. Dafür ist es aufgeräumt. Ich hab Streaming. Und Gaming-PC, alles. Witzig, wie die sich alle getriggert fühlen. Was? Das ist einfach drehen, du kannst cheaten. Och man. Nicht kaputt machen, bitte. Nein. Ich hab, so macht man die nämlich instant kaputt. Nein. Doch. Mensch, ich fliege jetzt wieder am Ende raus. Erste sogar. Okay, Mund auf, ich schieß rein. Wenn das. Ich geb dir 10 Gifte, wenn du fängst. 10 Gifte. 5. Dann halt nicht. Die 5 nehme ich auch. Yeah.
Und das abhebst. Ist der gerade so ein Sprung? Ist der andere Hälfte? Echt? Mach mal weg. Rüff, danke für deinen Sub. Digga, hast du mir gerade 6 Werbespots gedrückt? Digga, 7,5 Stunden live. Das kann doch nicht sein, dass wir... Ich hab Mühen, du hast einen Good. I will. Wenn das so schwer ist. Ja, Chat. Ich sitz grad die ganze Zeit darauf. Nur früh kennst. So, das Game gewinne ich gefühlt eh die ganze Zeit. Metro, bought me a paint from Bezel. I put two on my pencil, I could rock the candles. Baby getting me some top me while I flip the channel. Bigger than the president, now my whole life a scandal. Yeah, spider, please dismiss these writers. Yeah, caught up with your wifey in one nighter. Hey, put that shit on, I'm a fucking striker. Yeah, little like a fucking biker. I've been fresh as hell every time you see me on site. Digga, ballern deine Nachbarn gerade? Die ballern jeden Tag, Rohat. Jeden Tag. Jede Nacht. Jede Uhrzeit. Und das sind Rentner, verstehst du das? Digga, ich krieg keinen Schwanz! Digga, machen die wirklich jeden Tag? Ein Problem. Zivibus. 10 Sekunden. 5 Sekunden, Zivibus. 5. Boom. Mann, du stresst mich aber auch immer. Meine Schuld. Sorry, tut mir leid, war meine Schuld. Steh mal auf, ja, Kelb. Die Kelb, Olymp. Hallo. Verpissen Sie sich. Das dauert eh noch. Ja, verpiss dich. Wenn du mir ein Aktimel bringst. Nein, ja, hier. Nee, ein neues. Das ist halb voll. Das ist der dumme. Da ist sogar noch Müll drin. Gib mir neues, bitte. Ich hab nur eins. Junge, ich guck da rein. Ist ja der blöde Deckel drin. Am Kopf. Digga. Junge. Hey, weißt du eigentlich was? Alles gut? Tut's weh? Weißt du, was eigentlich noch weh getan hat? Ich hab meinen Boden so an, so drauf geslappt. Alles gut? Alles gut?
Und der verkackte Hocker hat einfach hier noch eine Stunde. Wie das. Ihr habt den Clip? Digga, ich hab's gar nicht realisiert. Ich hab auf den Bildschirm geguckt. Boah, Alter. Nicht mehr so gut, ja. Hier los! So dumm die Alter. Wie bin ich raus, Digga? Eigentlich ist nur das Witzige, wie das aktive Elektro. Sag mal. Digga, zeig mal hier auf dem Bildschirm. Ja, okay, warte, mach mal hier, da musst du hier anmachen. Ja. Digga, warum ist die Musik an? Warte mal. Oh, Junge. Ich mach auch die Sounds. Kunst Breakdance. Einmal den Clip. Ja. Alter. Loretta. Man sieht es im Stream nicht. Hey, guck mal, wie dein Actimel fliegt. Mach mal. Okay, man sieht es. Digga. Guck mal, wie Actimel fliegt. Digga, mein Sound ist so gut, wenn der dumme Hocker solche Faxen macht. Ey, Mann. Digga. Muss auch mal den Rentnern was zurückgeben. Digga, wie sie geflogen ist, Alter. Aber ich will in Real Life, war es eigentlich gerade noch voll krasser. Ja. Aber es hat gar nicht wehgetan. Das war, ich habe nur meinen Boden während des Aufpralls so einen Slap gegeben. Das hat wehgetan. War wie so ein Bauchklatscher. Ich habe es nicht gesehen. Ich konnte sie nicht mal aufhängen oder so. Auffangen. Lol. Was? Das ist ja mal lol. Manchmal ganz random sage ich lol. Musik? So, der hat. Digga, machst du dann. Nee. Mach mal Frühcam. Digga, guck mal, wie sie ihr Actimel getrunken hat. Die hat gar nicht. Die hat das Ding gar nicht aufgemacht. Die hat da. Was? Die hat da einfach ein Loch mit ihrem Fingernagel reingemacht und das dann so aufgesaugt. Ekle Regen, Junge. Bah. Junge, Respekt, Mann, ihr versteht das nicht. Das macht mehr Spaß, so zu trinken und du hast mehr davon. Wenn du das ganz aufmachst, du sippst das einfach so hinter. Hast du das aber, hast du erstens so wie eine Nuki-Flasche von damals und hast ein bisschen mehr zum Trinken. Das macht mehr Spaß. Das fordert ein bisschen mehr Kraft. Das macht wirklich mehr Spaß. Du hast das einfach noch nie gemacht? Alter, was eine Scheiße hier. Wo ist mein Handy? Welche Szene, Bruderherz? Markovic, danke für deine 17 Monate. Hey, let's go. Digga, man kann sich so richtig hinten nach hinten lehnen mit diesem Stuhl. Füße auf PC, geht das? I'm a clown in a bed. Und verpisst euch doch mal, ihr kleinen hässlichen Dreckskinder, Mann. Ey, ich muss wieder kacken, ne? Das ist so crazy. Ich muss so auf Scheißen. Mit dem.
Ja, ich wieder als letztes, ne? In den Glöts. Let's go! M unscharf, echt? Jetzt. Und verpisst euch! Verpisst euch! Mann! Oh, Digga, Mann. Let's go, jetzt bin ich wieder dran. Boah. Entspann sich. Ich spiele noch eine Runde. Gegen die Regeln. Das war gerade auch gegen die Regeln. Ja, okay. Ich muss bald neue Wohnung suchen, sagst du? Ja. Ja, aber ich muss eine Sache sagen, ne? Also Erfurt ist, glaube ich, die langweiligste Stadt, in der ich bisher, ja, also je war. Du musst den Vibe dafür haben. Im Sommer ist schön. Aber auch wie die Menschen reden und so. Das ist wirklich, keine Ahnung. Erfurt ist wirklich, also. Keine Ahnung, auch die Menschen, Digga. Weiß nicht. Ja, also hier sind nur Rentner. Oder du? Also, da wo meine. Ich muss sagen. Nee, nicht das Game. Da, wo meine Fam wohnt, ist auch... Ey, warum ist die Cam immer so unscharf? Ach, Digga. Boah, Digga, Junge. Aber guck mal, ist es so ein richtiger Rentner-Dings? Also, die sind nur Rentner. Digga, aber ja, auch übertrieben. Keine Ahnung, Alter. Also. Da, wo meine Fam wohnen, waren nur Rentner. Hier sind nur Rentner. Überall nur Rentner. Ja. So, keine Ahnung. Fam-Fokus ist schlechter, weil ich so nach hinten gelehnt bin. So ist, glaube ich, gut. Hamburg, beste Stadt. Ich finde Berlin ganz cool. Auch wenig Ausländer, ne? Wirklich. Ich habe keinen Kanaken hier gesehen. Außer meine Fam. Viele? Bayern finde ich viel zu spießig irgendwie, Digga. Die Menschen da.
halten sich auch alle für was Besseres in Bayern, Digga, sag ich. Jedes Mal, wenn man irgendwas mit Abschluss sagt, muss einer aus Bayern kommen und sagen, dass dein Abschluss schwieriger war. Du Hundesohn, wir haben es verstanden. Oh nein. Easy! NRW ist auch sehr krass, finde ich. NRW ist so krass, weil alles so nah beieinander ist, finde ich, Digga. NRW bist du einfach so... Genau, Düsseldorf, Dortmund fährst du 20 Minuten, dann von... Dann 20 Minuten nach Essen, wenn nicht sogar 10 und so. Richtig easy. NRW ist sehr geil. Was ist das denn hier für ein Akzent? Wie nennt man das? Irgendwie in Thüringen auch sächsisch? Schon, oder? Thüringisch? Ossi, ja, Ossi, so Ossi halt. Ossi-Dialekt, so sächsisch. Ja. Ja, was ist ein Ossi-Dialekt, du? Ja, sächsisch, moin, Junge. Was ist denn bitte? Mach mal hin. Also, ein bisschen Assi reden. Viele, also, ich verbinde das immer mit Assi reden. Meine Mutter hatte Phoebe auch so einen Akzent bei den Alten. Ja, aber meine Mutter hat mich hochdeutsch erzogen, dass genau das Problem nicht besteht, dass ich, also damals, meine Mutter dachte, dass ich irgendeinen ordentlichen Job oder so mache, dass ich beim Bewerbungsgespräch ernst genommen werde. Hochdeutsch anstatt Aussie, ja. Natürlich kommt das manchmal raus, aber. Digga, jetzt ist Finale. Let's go! Wie riecht Rohat? Was ist das für eine Frage? Die Lache. Junge. Rohat riecht nach Scheiße. Die riecht nach Kokos, Alter. Stimmt. Riech mal. Das riecht nach der Scheiße, mit der ich gerade meine Hand abgewischt habe. Okay, Chat, meine Map. Mann, Chat. Digga, das ist Cap gewesen. Außerdem wische ich meinen Arsch immer mit links ab. Big Bruch, grief die anderen. Mein Bruderherz. Jetzt eine wichtige Frage, Chat. Arsch abwischen im Stehen oder im Liegen? Was? Im Stehen oder im Sitzen? Ibus, wie ist es bei dir? Und da bei Frauen im Handstand. Frauen gehen aber nicht kacken, oder? Ja, beides die Fleischbewegung. Lutschen, es ist langsam ekelig. Junge,
Was ist das für ein hässliches Mikrofon? Junge, da ist Döner, da ist alles dran. Alles. Parfüm, alles, Deo. Aber kannst du mal bitte aufhören, mein ganzes Setup anzulutschen? Boah, Digga, ey, mach mal Fullcam. Was ist das an einer? Was hat sich da gerade im Mund, Alter? Alle Krankheiten der Welt. Boah, Alter. Boah. Man lutscht doch keine Mikro an. Oder so, das geht mir auf den Sack. Spiel, Alter, Spiel. Warum? Was ist das für ein Tick? Das ist legit. Jetzt no joke, das ist ein krasser Tick, wenn du das immer machst. Alter, so auf den Tisch schlagen und so, okay, aber er nimmt halt ungefähr nur noch die Tastatur. Also wenn er die Tastatur im Mund nimmt, ich gebe ihm 20. Also da kriegst du wirklich jede Krankheit, die es gibt. Hallo, kann das auch mal weitergehen? Das schmeckt auf jeden Spaß. Ich bin für Tag, Buddy. Guck mal. Phoebe vor dem Putzen und nach dem Putzen. Die Kuh heißt Phoebe. Fett, hier ist eine Kuh auf TikTok. Phoebe vorm Putzen und nach dem Putzen. Ihren Schweif habe ich danach gemacht. Vergessen, so eine Bürste dabei zu haben. Weil Kühe besser sind. Ja, der mit seiner blöden Fake-Lache. Ich hasse das Spiel, das ist scheiße. Guckt euch das an. Beziehungsweise, ich bin auch sehr schlecht da drin, deswegen mag ich es auch nicht. Nein, wie lang fahr ich? Mann! Mann! Darf ich nochmal eine Runde? Was ist das aber? Ja. Was? Gut, zu Urlaub sehen schon mal hat es. Also ich war sehr, sehr, sehr wenig im Urlaub. Eigentlich erst jetzt, seitdem ich Streamerin geworden bin. Meine Familie und so davor, wir hatten... Ja, aber es gibt halt... Also für mich ist das unnormal, weil ich in jedem Umkreis, ob es jetzt Grundschule, normale Schule war, immer in diesen Sprechrunden, die waren alle im Urlaub und ich war nie im Urlaub. Ich habe sogar extra in der Grundschule, Junge. Wart ihr auch so ein Opfer in der Grundschule, die immer gelogen haben bei den Montags... Sprechstunden früh, erste Stunde, was man so am Wochenende gemacht hat. Ich habe immer gesagt, ich war im Zoo, dann war ich mal hier in Berlin und oh, da war ich auch mal, oh, da, wo war ich noch, in Insel Rügen, da war ich überall, einfach nur, weil die anderen das immer waren und ich, keine Ahnung, ich dachte so, ich wollte immer was sagen und dann hatte ich aber nie was, weil ich nur gezockt habe oder so. Ja, ich habe immer gesagt, dass ich mal im Zoo war oder war ich mal da. Nee, und wie gesagt, ich war halt eigentlich noch nirgendwo, aber das Krasseste, was ich halt jetzt gemacht habe, war Japan und das waren die schönsten und coolsten 2 Wochen, die ich mir jemals erträumen hätte können. Also es war wirklich schon insane. Hat sehr gefetzt. Ich würde schon mal wieder machen. Ah, fuck, Alter. Kann nicht sein, Chat. Ich lass los. Das ist schon wieder eine schlimme Runde. Ja gut, komm schon. Gönn.
Ah, ich glaube, ich muss loslassen. Ach Mann, darf ich nochmal? Ein richtiger Name, Phoebe. Ja, weil ich scheiße bin. Hast in Japan One Piece Stuff geklaut, gekauft. Und da gibt's doch diese fetten Stores extra nur für den jeweiligen Anime und so. Wir mussten erstens jahrelang warten für die Schlange und dann war das so teuer und dann waren die coolsten Sachen schon weg und dann konntest du nur noch sowas wie Tassenuntersetzer oder so. So ein paar Schlüsselanhänger, das war nicht. Das war's nicht und selbst das war halt übel teuer, deswegen ja nicht. Aber ich habe sehr viele Figuren an sich gekauft. Und nicht von. Doch, von One Piece habe ich beim Gamble Automats. Habe ich. Wie heißt der? Chopper. Chopper, Baba, First Strike, gut. Und sonst, ja. Schläftrohr da. Nein, der chillt nur kurz. Hast du noch dein Sushi-Stäbchen? Ja, personalisiertes Sushi. Oh, ich liebe. Doch, ich mag das Spiel. Ey, Chat, ich hab. Roat auch heute einen Chopper geschenkt. Oder das war gestern, keine Ahnung. Mann, ich bin Letzte. Das Spiel ist doch kacke. Oh, wie viele? Ja, gehst du morgen? Ja. Ein Backrooter. Geht ihr noch Oma rein? Wie regnet, wenn das so lang ist? Obwohl, nee, machen wir noch. Fährst du nach dem Essen dann wieder home? Ja. Nee, ich penne dort. Ich habe dort ein Hotel, aber ich gehe dann schon ganz früh wieder nach Hause. Dass ich mag das nämlich. Weil von Hamburg bis hierher ist das immer so lange, 5 Stunden oder so. Okay. Haben wir nicht gebannt auf Twitch? Ja, wir machen das auch auf Stream. Nehmen auf für YouTube. Chat, Funny Gold Videos. Digga. Die machen echt. Ja, der macht richtig viele Clips. Funny Gold Witz. Shoutouts an den Bruderherz. Der macht echt viele. Digga, er ist schneller als jeder andere Mensch auf dem Planeten. Oh, er ist einfach Flash, was Clips hochladen angeht. Er macht wirklich sehr viele, ja. Ich glaube, die Brille bringt echt was. Mann, Junge, ich hab kein. Ich wollte heute bei meiner alten. Was war das denn? Bei meinem DRK-Test, was ich vor einem Jahr noch was gemacht habe, anrufen, weil ich das Zertifikat nicht mehr finde, seitdem ich umgezogen bin. Was ich ja brauche. Und ich werde nie im Leben nochmal diesen Test machen wollen. Das waren die schlimmsten 7,5 Stunden meines Lebens. Wirklich, also das hittet alles. Da würde ich lieber 10 Klausuren an einen Tag oder so. Oh mein Gott. Also das war wirklich geisteskrank. Wenn ich DRK-Kurs nochmal machen muss, dann. Dann ist over. Also ich weiß nicht, für die das schon mal gemacht haben. Ich glaube, ihr wisst alle, wie schlimm das war. Und die es noch nicht gemacht haben und vorhaben, mein Beileid wirklich, das werden sehr, sehr schlimme Stunden. Ich habe mich, glaube ich, mein ganzes Leben noch nie so sehr... Oh mein Gott, ich kacke rein. Oh mein Gott, ich kacke... Ach man, Rohr, ich habe verkackt. Okay. Don't fall.
Ach, kein Shit. So, Chat, ich werde jetzt ein bisschen Musik hier ändern. Ich mache jetzt mal den DJ. Mama hat es Online-Kurs gemacht, da hat die Fahrschule angenommen. Das ging nicht mit 3 Minuten. Was? Never. Ja, auf jeden Fall wollte ich da heute anrufen. Ging nicht ran. Und wenn die mir das, also bei manchen habe ich gegoogelt, geht's, dass sie dir das nochmal schicken, wenn ich das nicht nochmal bekomme. Muss ich so dringend einen DRK-Kurs finden, weil die sind alle ausgebucht, wo ich gesucht habe bei mir. Also viel zu spät, weil ich habe schon Anfang März meine Fahrschule. Und die geht ja halt da nur diese Woche da und oh, Stress, Stress. Also falls ihr Kontakt habt, DRK-Kurs, und mich irgendwo hier in der Nähe reinschmuggeln könnt, schreibt mir auf Instagram. So ein Ding. Es war voll easy. Ja, es geht ja nicht darum, ob es easy war oder nicht. Es waren einfach die langweiligsten Stunden. Kostüm von euch wäre nice. Kostüm wäre, glaube ich, echt witzig. Aber keine Zeit. Mein Fahrschule machen das auch so ein, zweimal im Monat. Ja, nee. Ach, ich hab legit Angst vor den Sehtest. Ich dachte immer so, also okay, ich dachte jetzt nicht instant, dass das so Cap war mit denen, deine Augen werden schlechter vom PC. Ist ja irgendwo ein bisschen logisch, aber dass man das so richtig krass merkt, das fand ich heftig. Da muss man echt aufpassen. Aber ich würde halt jetzt nicht sagen, dass mich das beim Fahren vielleicht beeinträchtigt, aber ich merke halt, wie ich nicht mehr, also mein Auge kriegt das nicht mehr in so Sachen zu fokussieren. Also die Sachen, die im Hintergrund sind, das fokussieren zu können. Ich weiß nicht, ob das, oder auch die nah vor mir sind, ist auch manchmal schwierig. Ab heute ist schlecht hinbekommen. Siehst du jetzt? Ja, der schläft einfach. Ein Müdi. Kann auch Erschöpfung sein, wenn er nach den Zocken aufkommt. Junge, Junge, ihr schreibt wirklich manchmal wie, als ob das so eine Tierart oder so ist. So. Als Robert Mike im Mund hatte, war der quasi indirekt. Egal. Als solche. Aber es ist nice, der hat das, glaube ich, ein bisschen geputzt, weil da waren so viele Fusse. Das ist schon ein bisschen weniger geworden, also warum nicht? Eine Decke. Ey, Roa, du kannst jetzt nicht schlafen. Du kannst das da nehmen, was da auf dem Ding drauf ist. Schläfst doch jetzt nicht. Ey, das ist deine Win-Challenge immer, ne? Okay. Ja? Ich habe einen Plan für die Challenge. Du machst jetzt 3 Wins, wächst mich auf, ich mach High or Lower fertig. Ja. Und okay. Das gut. Wenigstens mal unter, kann ich, ja. Lacher, sag ich. Ja, wir haben die. Das Ding ist, ich sag auch noch heute, no joke, ich sag heute noch, ja, lass doch einen entspannt Mann. Der sagt, ey, ich bin Challenge, ich so, okay. Dann labert er hier was mit Minecraft durchspielen. Stell dich mal vor, wir hätten jetzt noch mit Minecraft durchspielen. Dann wär's over. Oh, ich muss niesen. Junge! Ey, es ist der Wahnsinn. Ey, wenn ihr niesen müsst, tut mal eure Zähne einfach zusammenknietschen. Also so zusammendrücken, dann entsteht sowas. Ist der Wahnsinn. Junge, also ich bin wirklich so eine Person, ich habe keine richtigen Nieser. Ich niese jedes Mal anders. Ich habe mir das in der Schule damals angewöhnt, immer leise zu niesen, und dann habe ich das immer so unterdrückt. Und irgendwann hat sich das gut angefühlt, wenn man es unterdrückt hat. Also nicht dieses, oh, da muss was raus, sondern war dann nice. Aber dann habe ich irgendwann immer andere Taktiken gemacht. Dass ich dann irgendwann den Nieser hatte, den ich gut fand. Wenn es nicht gesund angehört, ja, ich habe trotzdem genießt.
Ich schreibe mal auf Rentner angelegt, ey, das hasse ich. Immer diese, die, oh nee. Mein, am besten noch so richtig oft hintereinander und immer dieses Schreie, ich hasse das. Wie ein Wurm da hinten, ich hasse es nicht. Er ist ein Raupe, ja, ja, puppt sich jetzt. Und Johnny, wenn ihm unterdrücken können, Adern platzen. Ja, ich hab's ja nicht unterdrückt. Ich hab das wirklich rausgelassen, aber eine andere Form. Okay, das ist das schlimmste Spiel, aber ich schaff das, wenn ich einen guten Spawn hab. Ich geh da hoch. Weg, ist meine. Ich glaube, die Strat ist einfach die ganze Zeit hier so zu laufen. Oh, da oben sind so viele. Nein. Kommt mir denn da hoch? Nochmal hoch? Irgendwie klappt die Taktik nicht, hab ich das Gefühl. Ey, das Spiel ist wirklich so schmutzig, das ist der Wahnsinn. Okay. Das ist so süß. Max macht da Dai-Dai. Man kann ihn da sehen, glaube ich. Und da auch ein Dai-Dai. Zwei Dai-Dais. Und meine Katze macht da oben auch Dai-Dai. Alle am Sleepen. Ey, Mia, was geht? Oh. Die Gasse mit ihm mit Rohat? Hm. Ich will deine eingelegten Gurken probieren. Ganz ehrlich, die waren wirklich lecker. Mann, die neuen Spieler sind es nicht. Ich sage euch ehrlich, die sind alle ein bisschen weird. Allein, dass man hier so cheaten kann. Warte, ich find's wirklich schwach, dass du jetzt hier Pause machst, no joke. Niggas just gotta accept. I put that top left. I love my party to death. Hype Williams, little ex. If he don't say it direct, could give a fuck. Yo. Yo. Wir haben versucht, uns wegzuklicken. Okay, komm. Ich battle mit ihnen. Digga, habe ich hier gerade. Junge! Ich hab nichts mal berührt, ich bin einfach weggeflogen. Hab ich kurz Flügel bekommen oder was? Mann, Rohat. Alles gut. Ist deine Tante überhaupt nur so lang wach? Du fängst so schlecht den scheiß Schlaf, Junge. Sein Auge zittert, also macht die ganze Zeit so auf und zu, auf und zu. Red mit mir. Wie lange ist denn deine Tante noch wach? Ja, nice. Wünsche ja auch noch eine Kinderpension oder so. Oh, hab ich so gut? Junge, mein Aim ist so strong, ist der Wahnsinn. Ja, spiel damit und hör auf zu schlafen. Hey Spyro, was geht? Jump it! Oh
nein. Oh, das Spiel, das gibt's auch noch. Let's go. So, das wäre ein Rekordchat. Ich werde als erstes hier die Ziellinie betreten. Ich sitze die ganze Zeit.